Wir schalten um zur Tagesschau nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem Weltsicherheitsrat in New York hat der argentinische Außenminister Costa Mendes die Einstellung der Kämpfe auf den Falklandinseln gefordert. UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar solle unverzüglich die Vermittlungsverhandlungen wieder aufnehmen. Den vorherigen Abzug der britischen Streitkräfte machte Costa Mendes nicht zur Vorbedingung. Der Sicherheitsrat, dem mehrere Vermittlungsvorschläge vorliegen, vertagte sich jedoch, ohne Beschlüsse zu fassen. Die britische Premierministerin Thatcher hatte am Nachmittag in London angekündigt, dass für sie ein Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage komme. Aus Washington verlautete am Abend, der amerikanische Außenminister Heek habe seinen britischen Amtskollegen Pym in einem Brief vor den negativen Auswirkungen einer allzu großen militärischen Niederlage Argentiniens gewarnt. Buenos Aires würde dann Washington verantwortlich machen. Von den Kämpfen auf den Falklandinseln wird ein neuer Luftangriff der Argentinier auf britische Flotteneinheiten gemeldet. In London teilte Verteidigungsminister Nott mit, ein Schiff sei schwer beschädigt. Die Argentinier haben nach britischen Angaben bei ihren Angriffen 3 Flugzeuge verloren. In Buenos Aires wurde der Abschuss 2 britischer Flugzeuge bekannt gegeben, was von den Engländern bestritten wird. Wenige Stunden nach Bekanntgabe der Entscheidung, dass Papst Johannes Paul II. Wie vorgesehen am Freitag nach Großbritannien reisen wird, verlautete heute Abend aus Buenos Aires, der Papst werde noch im Juni auch Argentinien besuchen. Er wolle, so heißt es in Regierungskreisen, am 10. Juni nach Buenos Aires kommen, um die Idee des Friedens zu stärken. In Großbritannien wird sich der Papst insgesamt 6 Tage aufhalten. Begegnungen mit führenden Politikern sind nicht geplant. Der Streit in der Europäischen Gemeinschaft um die Höhe des britischen Beitrags ist zunächst beendet. Die Außenminister beschlossen in der vergangenen Nacht in Brüssel, Großbritannien für dieses Jahr eine Ermäßigung von gut 2 Milliarden Mark zu gewähren. Die Deutschen konnten sich mit ihrer Forderung durchsetzen, den Anteil der Bundesrepublik an dem Rabatt für Großbritannien von ursprünglich 740 Millionen Mark auf 370 Millionen zu verringern. Der Präsident der EG-Kommission sprach nach dem Kompromiss in Brüssel von einer neuen Ära der Gemeinschaft. Über der libanesischen Hauptstadt Beirut haben die Israelis heute 2 syrische Kampfflugzeuge abgeschossen. Nach Angaben aus Jerusalem sollen die Syrer versucht haben, den Patrouillenflug israelischer Maschinen zu stören. Die syrischen Piloten konnten sich mit dem Fallschirm retten. Israel beansprucht wegen der Aktivitäten der Palästinenser im Libanon die Kontrolle des Luftraums über dem Lande für sich. Zurückhaltung bei Rüstungsexporten hat heute die sozialdemokratische Bundestagsfraktion gefordert. Die neuen Richtlinien der Bundesregierung für Waffenlieferungen ins Ausland bergen nach Ansicht einiger Abgeordneter die Gefahr in sich, dass Exporte in Länder der Dritten Welt erleichtert würden. Bundeskanzler Schmidt sagte den Abgeordneten seiner Partei zu, dass die Bundesregierung Rüstungsexporte nicht ausweiten wolle. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai nach Informationen der deutschen Presseagentur weiter, wenn auch geringfügig, gesunken. Ende April waren 1,71 Millionen Arbeitslose gemeldet. Jetzt dürfte die Zahl unter 1,7 Millionen liegen. Eine tiefgreifende Reform des Sozialstaates hat der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeber ESSA gefordert. Er sagte in Fulda, die Arbeitslosigkeit könne nur dann abgebaut werden, wenn den dynamischen Kräften der Wirtschaft freier Lauf gelassen werde. Die Bundesregierung beschränkt sich nach seinen Worten auf Kunstgriffe, statt zielstrebig die Ausmerzung des mitverschuldeten sozialen Wildwuchses zu betreiben. Dagegen hat sich der Vorstandssprecher der Sozialdemokraten Clement gewandt. Er bezeichnete Essers Äußerungen als unsachlich und arrogant. Die Exporterfolge der deutschen Wirtschaft bewiesen, dass die sozialen Kosten in der Bundesrepublik nicht überhöht sein. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 26. Mai. Heiter bis wolkig und trocken. Tiefstemperaturen 7 bis 12, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 25 Grad. Im Norden mäßiger, sonst schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Das Programm des deutschen Fernsehens ist damit beendet, meine Damen und Herren, und zwar heute um 23:48 Uhr.
was ARD und ZDF morgen am Mittwoch bringen, wie immer auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.